Hi ihr Lieben, schön, dass ihr bei diesem Video wieder dabei seid. Ja, wir machen heute mal was ganz anderes, denn wir besuchen unsere Freundin Nadine. Nadine kennen wir jetzt schon einige Jahre und sie hat auch schon ganz, ganz viele Mädels meiner Fotoshootings gestylt. Ja, und sie stylt uns auch privat. Naja, stylen ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, denn sie macht uns immer wunderschön die Haare. Das heißt, sie schneidet auch, sie ist Friseurmeisterin. Genau, und jetzt gerade sind wir bei ihr im Laden, der ist in Leverkusen. Und wir haben gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit und zeigen euch in diesem Video auch ein Frisuren-Tutorial, was Nadine später an meinen Haaren machen wird und was sie da mit Marco veranstaltet. Auch das seht ihr in dem Video. Also viel Freude beim Anschauen und alles Liebe! So, jetzt sitze ich bei Nadine im Friseurstuhl und bekomme eine Frisur. Ich war übrigens ewig lang nicht mehr bei dir. Wie lange eigentlich nicht? Weißt du es? Stimmt, gefühlt Ewigkeiten. Ich weiß es nicht. Aber deine Spitzen haben es auch nötig. Ich habe jetzt bestimmt locker, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr nicht mehr die Haare geschnitten, weil ich es ernsthaft nicht geschafft habe. Einfach zeitlich nicht, weil wir so viel unterwegs sein. Und ja, ich habe es einfach wachsen lassen. Jetzt gucken wir mal, was wir draus machen. Ich bin gespannt. Wenn ihr euch gerade fragt, was ich hier Schönes mache, ich präferiere Haare durch Haare, weil wir gleich hier eine schöne Flechtfrisur machen wollen. Und dazu benutze ich gerade ein Trockenshampoo, um einfach mir ein bisschen mehr Griff in die Haare zu bringen, zusätzlich Volumen. Ihr kennt alle die schönen Frisuren, die geflochten sind, wo alle Mädels immer unglaublich viel Haare haben, wo man natürlich auch sagen muss, ganz viele fuschen natürlich auch. Aber ich zeige euch einfach mal, wie ihr auch aus dünnen Haaren eine schöne Frisur kriegen könnt. Ich nehme heute, ihr kennt es aus den 80ern, ein Kreppeisen dazu. Bitte denkt immer dran, dass ihr bei sowas vorher auch Hitzeschutz drin habt. Hier geht es mir jetzt gar nicht um die Kreppung, dass die Kreppung perfekt ist, sondern einfach nur minimal, aber das wird euch später enorm viel an Volumen geben. Das macht ihr jetzt jede Partie einfach von den Haaren, teilt euch das immer ab, damit es ein bisschen einfacher ist. Da muss jetzt, wie gesagt, nichts perfekt sein. Ich hatte früher übrigens auch ein Kreppeisen. Wer hatte das nicht? Wer von euch hat denn Kreppeisen? Kennt ihr das? Könnt ihr mal ins Kommentar schreiben. Ich habe meins geliebt, wir haben damit immer Friseur gespielt. Wir haben einmal wirklich den kompletten Kopf gekreppt, Sabrina und ich waren das. Vielleicht kennt ihr Sabrina von den Fotos mit Don. Wir hatten so einen mega Schädel. Habt ihr einen Festiger benutzt? Guten Festiger, in der die Haare nicht so beschwert und verklebt, sondern der uns wirklich einfach was Halt gibt. Und zum Zweiten habt ihr die Haare richtig trocken, weil ich kenne es immer wieder, dass meine Freundinnen zu Hause da stehen, meinen, ihre Haare sind komplett trocken. Dann komme ich und sage, eure Haare sind überhaupt nicht trocken. Und wenn ihr mit leicht feuchten Haaren euch Locken macht, ohne dass ihr es wirklich merkt, aber da ist immer noch was Feuchtigkeit drin, und dann gehen die und trocknen und gehen wieder in ihre Ursprungsform zurück und dann habt ihr definitiv keine Locken. Ich meine, ihr könnt es ja jetzt vielleicht schon sehen, dass die Haare auch mit dieser minimalen Kreppung einfach schon ein bisschen fülliger aussehen. Eigentlich voll gut, nur dadurch, dass ich die Bürsten mir Locken zu machen, würde ich meine Haare vielleicht einfach kreppen. Da gibt es doch jetzt so viele schöne Geräte. Kennt doch alle das Babybliss. Seid ihr eigentlich Fan davon? Ich muss irgendwie sagen, ich traue dem nicht. Das zieht ja die Haare so ein bisschen ein und ich habe irgendwie immer Angst, dass meine Haare da drin stecken bleiben und ich nicht mehr rauskriege. Zudem habe ich halt einfach irgendwie schönere Lockenstäbe. Wenn ihr jetzt weiter fragt, was ich hier bei der Alex mache, jetzt erst einmal mit einem Kamm durchkämmen. Das bauscht uns dann auch alles nochmal ein wenig auf.
bei dem Look ist es natürlich immer wichtig, wie wollt ihr arbeiten, wollt ihr alle Haare nach hinten haben, wollt ihr einen Scheitel haben. Ich bin immer eher tendenziell dafür, dass man einen leichten Scheitel hat, weil ich finde, irgendwie kennen wir uns alle vorne mit Scheiteln und wenn wir vorne ein paar Haare raushängen haben, sieht das auch schon mal schöner aus, als wenn man zu streng zurücknimmt. Ich tupiere das jetzt gerade ein wenig an. Strähne nehmen, Kamm dagegen setzen. Auch das geht natürlich jetzt wesentlich einfacher, dadurch, dass wir von Alex die Haare vorpräpariert haben. Einmal mit dem Trockenshampoo Fresh Air und dann durch das Kreppen. Und auch hier hinten, ihr kennt alle, sieht man jetzt bei Alex auch ganz gut. Ihr Scheitel würde witzigerweise so verlaufen. Das ist die Linie, wo hier der Wirbel ist, was ihr ganz gut kennt. Das ist die typische Stelle, die uns alle wahnsinnig macht, weil jeder sagt, hör mal, ich habe hinten die Haare und die sehen bei dir wieder so schön aus und dann fallen die uns immer auseinander. Da auch gerne tupieren, da ruhig auch ein bisschen fester, ihr seht das vielleicht, die Haare stehen mehr oder weniger. Das hilft euch dann auch schon. Das ist voll interessant, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Übrigens in meinem Bereich nutze ich immer diese kleinen Gummis, ihr könnt die hier ganz gut sehen, die durchsichtig sind, machen euch das Leben einfacher, als wenn ihr schwarz oder bunte nehmen würdet. Vermutlich kennen das viele, die ihren Pferden auch Frisuren machen. Das Man-Gummis wahrscheinlich, könnt ihr super nutzen, gar kein Problem. Ansonsten kriegt ihr aber auch alles im Internet. Also da sollte eine Großbestellung von den kleinen Gummis auch kein Problem sein. Die kosten vor allem nichts. Was mache ich gerade? Ich teile mir die Haare einmal ab. Auch hier alles locker. Ihr seht, das ist locker. Mir geht es auch nicht darum, wenn jetzt hier mal eine Delle ist oder sowas. Das muss gar nicht perfekt sein. Wir wollen wieder was Lockeres haben. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr das macht, euch vorne dann auch schon gefällt. Ihr müsst das vorne schon ein bisschen so setzen und legen, dass ihr euch auch nachher wohl fühlt. Spielerei nenne ich das mal wenig. Ich würde immer so die Partie, ne, mit den Ohren als Punkt nehmen. Und hier, das ist nicht stramm, das ist alles locker und wir nutzen das, was wir uns vorhin aufgebaut haben, mit dem Volumen. Und jetzt können wir auch immer flexibel da reingehen und uns das noch ein bisschen setzen und ziehen. Sowas ist nicht schlimm, das machen wir alles später. Und dann machen wir eigentlich einfach nur einen Zopf. Zur Sicherheit macht gerne noch ein zweites drum. Die Gummis gehen ja auch schon mal kaputt. Da kommt es wahrscheinlich dann auch nochmal darauf an, wie dick das Haar im Vorfeld ist. Genau. Wie viele wenn Gummis er jetzt wirklich. Ja, und wenn er wirklich ein sehr schweres Haar hat, müsst ihr gucken, ob euch die Gummis nicht reißen. Ansonsten braucht er halt ein etwas dickeres. Jetzt kann man auch hier vorne hingehen. Ich ziehe hier immer gerne Strähnen raus. Macht das Ganze so ein bisschen messy, sage ich immer dazu. Bloß nicht geleckt. So, wie ich das gemacht habe, erkläre ich euch gleich. Ansonsten mache ich jetzt gerade mal die anderen Haare einfach ein bisschen lockig. Mit einem Lockenstab jetzt. Weil ich möchte später ein wenig Struktur drin haben. Deswegen mache ich das jetzt hier nochmal. Jetzt machen wir mal schon mal ein kleines Gummi wieder drum, falls man das nachher braucht. Ihr könnt euch das aber auch angeben lassen. So. Solange man eine zweite Person zur Verfügung hat. Tja, die haben wir doch alle. Am liebsten hätten wir aber alle eine Nadine zu Hause. Das stimmt. So Mädels, Fischgräte. Ich glaube mittlerweile habt ihr etliche Videos gesehen, aber nochmal zur Information. Zwei Stück und immer von außen zur gegenüberliegenden Seite. Und wieder hier rübernehmen. Es bildet sich so ein Kreuz. Und das ist nichts anderes. Ihr macht immer dasselbe. Ich finde immer, man kann sich gut merken, wir haben zwei Stück. Und wir nehmen immer von außen eine dazu auf die andere Seite. Und auch das ist schön locker. Da ist es nichts Strammes. Wir wollen eine schön lockere Frisur haben.
So, wenn ihr euch ein Stückchen geflochten habt, dann kommt das Gummi einmal drumherum. Ich habe gleich zwei genommen. Auch das, damit es mir wieder einfacher fällt. So. Das Schöne ist, ihr könnt jetzt dran rumziehen. Mal die äußeren Partien, um euch das Ganze ein bisschen aufzulockern. Auch das wieder, es muss nicht perfekt sein, es soll nicht komplett ordentlich aussehen. Aber so sieht der Zopf doch gleich wesentlich größer aus. Die restlichen Haare, ich mache nochmal ein bisschen Haarspray drauf. Auch hier wieder wichtig, schön locker, ne? Kleistert euch das nicht zu. Ihr dürft auf keinen Fall ein Haarspray nehmen, was das jetzt total mega zukleistert. Also bitte kein Tough, Drei Wetter oder wie sie auch immer heißen. Ich nehme die Partie. Hier, einfach locker. Jetzt seht ihr, warum ich eben die Locken nochmal reingemacht habe, um jetzt hier so ein bisschen was Verspieltes zu haben. Und das ganze Haar kommt jetzt einmal drum an unsere Stelle. Zu eurer Information, jetzt zeige ich euch einmal schnell, wie das geht mit dem schönen Trick von oben. Ihr nehmt einmal die Haare, wickelt sie drumherum, nehmt jetzt ein Haarspray, was ein wenig klebt. Ich habe das Session Spray. Hebt das Ganze ein wenig fest und damit das auch bombastisch hält, einmal kurz ein bisschen Wärme drauf und das Ganze kleben, es dampft. Jetzt kommen alle, die sagen, oh mein Gott, die Haare gehen kaputt. Wenn ihr das einmal oder einmal im Monat für irgendeine schöne Frisur tut, nimmt das keinen um. Tagtäglich sollte man das natürlich nicht machen. So, am Ende wieder einfach das Zopfgummi drumrum. Hey, ihr Lieben, ich sitze hier gerade bei meiner Freundin Nadine und bekomme die Haare gemacht. Und ihr seht schon, da im Hintergrund ist die Kamera. So, auch wieder aufgezogen. Und hier dasselbe wie oben auch. Immer diese hässlichen Gummis verdecken. Und jetzt nehmt ihr die restlichen Haare und lockt die einfach nochmal schön mit dem Lockenstab. Ich will jetzt hier unten noch locken, einfach damit wir auch ein schöneres Ende haben. Und auch damit die Haare hier ein bisschen fülliger wirken, einfach nochmal leicht durchkämmen und ein wenig nach oben schieben, um sie ein bisschen aufzubauschen. So, meine Frisur ist jetzt fertig und wie die im Kompletten aussieht, das seht ihr jetzt gleich im Anschluss. Wir hoffen auf jeden Fall total, dass euch das Video gefallen hat und dass euch auch der Einblick mal ohne Pferde in ein YouTube-Video von uns gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, gebt uns total gerne einen Daumen nach oben. Wir würden uns riesig freuen. Folgt Nadine auf ihren Social-Media-Kanälen, sind alle verlinkt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir freuen uns drauf. Alles Liebe. Chill. Und S. -Punkt. Wir sind zwar eigentlich überhaupt keine Beauty-Blogger, wie ihr wisst, aber wir haben da ein richtig cooles am Start. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, wir haben irgendwie voll Bock drauf, noch was zu sehen oder ihr möchtet noch eine Frisur sehen, vielleicht auch, wie man sich eine coole Frisur selber machen kann, dann schreibt es doch einfach jetzt ins Kommentar, worauf ihr Lust habt. Wir würden uns freuen. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Video wieder. Tschüss. Ciao.